Ach, hier ist ein kleiner Sumpf. Und dass unser Jäger nichts hinkriegt. Was zur Hölle? Na, endlich hat er mal was gefangen. Und jetzt ist er wieder müde. Ja, genauso wie du. Okay, da unten schätze ich weiterzugehen. Also der Hauptweg, den die Indianer nehmen können, wenn sie mit uns auf dem Kriegsfuß sind, Spoiler, ist wahrscheinlich hier raus, wenn sie schon hier ihre Truppen haben. Der Bauarbeiter pennt immer noch. Jetzt ist er nicht mehr müde. Oh, daneben wird ein bisschen schwierig sein. Wobei, es liegt ein bisschen neben hier herum. Und wir sammeln sogar schon das erste Weizen von unserer Farm ein. Gut, dieser Kundschafter ist immer noch einmal Kunden. Ja. Wird unsere Bauarbeiter die Obstfarm nicht fertig kriegen? Ja. Aber ja, unsere Bauarbeiter sind nicht gerade, da war der Würfel nicht sehr freundlich zu uns. Ich meine, der hier hat Religion verdammt hoch, aber dafür hat er nichts, was Stärke und Ausdauer angeht. Das heißt, er verbraucht viel Nahrung, er schläft sehr viel. Ach, hier wäre nochmal Eisen. Aber das wäre zu nah an den Indianern. Die sind... Wo sind sie denn? Ups, falsche Taste. Da. Hier unten. Oh, er hat es endlich geschafft, Jäger zu werden. Also, Meisterjäger. Ja, da ist schon wieder einer hungrig und sucht Essen. Und unser Fischer hat schon zu viel Fisch. Ha, und das hier sieht fast schon so aus, als ob die Indianer wirklich nur den Weg da nehmen können. Also das wäre wahrscheinlich der direkteste Weg hier durch diese kleine... Furt, sage ich mal, zwischen den beiden, also die, was die beiden Seen abtrennt voneinander. Weil über die Art von Wasser kann man laufen. Und die Obstfarm ist fertig. Jetzt baut mir bitte noch den Werkzeugschreiner. Schön, dass du eine Obstfarm gebaut hast.
Norwin? Bin ich hier am Kartenrand oder... Nee, bin ich nicht. Dachte ich nur gerade. Ja, will. Ja. Aber ja, wir haben das Wichtigste so aufgedeckt, was wir aufdecken konnten. Jetzt schläft der. Ja, für die Farmer bauen wir das Haus hier hin und die Mühle, die bauen wir auch schon mal auf. Nicht direkt neben sie farmen, sondern hier oben hin. Und graben direkt neben der Mühle noch nach Wasser. Um dort den Brunnen zu errichten. Sofern es mein Bauarbeiter Nummer 2 irgendwann mal schafft, aus dem Wald zurückzukehren. Ja. Dann kehrst du jetzt mal von deiner langen Reise erfolgreich nach Hause zurück. Den Rest der Indianer können wir gerade da lassen, wo er ist. Na gut, rappt er mal nach Wasser. Ah, ich hab's doch abgebrochen. Nee, doch, da ist jetzt Wasser. So, grab da noch nach Wasser. Ach, jetzt schläft er schon wieder, ey. Ah. Und der schläft auch. Und der schläft schon wieder. Ach Mann, ey, ich will doch nur, dass hier alles mal langsam rund läuft. Weißt du was? Du suchst ja auch gleich meine Frau. Und du suchst dir auch eine Frau. So, der hat eine Frau. Der da ist zu müde, um sich eine Frau zu suchen. Du kannst ja auch gleich meine Frau suchen. So, du schläfst mal. Auch gut. Du baust schon eine Mühle, okay. Wie sieht eigentlich dein Bereich aus? Ja, du fischst auch an dem See. Gut.
Sollten dir hier die Fische ausgehen, kannst du hier weiter fischen. So. Ah, halt. Erstmal was essen. Also ja, ob ich Eisenproduktion machen werde, ist eine Sache, aber Holzproduktion werde ich auf jeden Fall brauchen. Oh, das heißt, ich brauche auch Platz für eine Kaserne. Du bist hungrig, dann geh was essen. Jo. Es ist genug Nahrung im Fischerzelt und im Hauptlager. So, dann bauen wir hier noch einen Wegweiser hin und ich glaube, hier drüben bei dem Steinvorkommen wird auch noch einer gebaut. Ja, genau. Hier gehen die Rohstoffe aus. Jetzt nicht mehr. Weil da gibt es noch Fisch. Ja, du solltest eigentlich hier an diesen Küsten fischen können. Wenn die in deinem Einzugsbereich sind. Ja, er geht auch fischen gut. So. Du bist jetzt Werkzeugschreiner. Und du hast auch keine Anbindung, hä? Jetzt hast du aber eine. Und dann hier noch eine hin. Ja, unser Gebiet hier ist etwas eng besiedelt, muss ich ehrlich sagen. Oh, Wasser wurde jetzt gegraben. Kann ich jetzt endlich einen Brunnen hier hinbauen? Ja. Aber wo zum Geier ist mein zweiter Bauarbeiter abgeblieben? Da. Essen. Okay. Kundschafter? Ach, du pennst da. So, jetzt wird es Zeit, dass das Lehmarbeiter zählt. Besetzt wird. Dann wird es Zeit, dass wir einen Lehmsammler bekommen, damit wir ein Zweifamilienhaus bauen können. Für unsere Bauern nachher. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Bauern. Du bist ja mittlerweile verheiratet. Du immer noch nicht, weil du schon wieder rumschläfst. Da, heirate bitte. Oh.
Und da du auch noch unverheiratet bist. Ja, will?